Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es schon, wohin es uns dieses Mal führt, nach Valiant Hearts Coming Home. Es ist der zweite Teil der Valiant Hearts, des Valiant Hearts Spiels, welches ja im Ersten Weltkrieg spielt. Und wer dieses Spiel bei mir noch nicht gesehen hat, werde ich hier oben nochmal eine Verlinkung zu der alten Playlist machen. Und ja, hier geht es jetzt quasi um die zweite Hälfte des Ersten Weltkrieges. Und wir sehen hier schon drei bekannte Charaktere. In der Mitte Freddy, daneben Anna und ganz links ist auch Walt, der Hund. Und ja, wir werden hier jetzt die weiteren Geschichten des Ersten Weltkrieges von 1916 an sogar noch bis zum Ende hin wahrscheinlich kennenlernen. Ich habe es schon ein wenig angespielt. Es ist vom Feeling her genauso wie der erste Teil. Allerdings mit einem kleinen mit einer kleinen Anmerkung. Hier haben wir keine deutsche Audio, sondern nur deutschen Untertitel. Trotzdem ist alles übersetzt worden. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß hier bei dem Let's Play. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Ja, genau. Wir haben hier jetzt keine Spielstände, sondern nur einen einzigen. Wie gesagt, ich habe schon mal angefangen, aber ist nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einmal mit einem neuen Spielstand an. Legen wir los! Mars-Argonnen-Offensive, Frankreich, 26. September 1918. So, wir werden jetzt hier erstmal wieder ein wenig in das Spiel hineingeführt. Wir haben jetzt hier schon gerade Freddy gesehen und der junge Mann hier, den wir hier spielen, das ist Freddys kleiner Bruder James, der auch mit an die Front gekommen ist. Das hatten wir ja schon am Ende des ersten Teils auch schon mitbekommen. So, jetzt müssen wir hier auch schon ein wenig aufpassen. Die Preise zeigen an, wo die Bomben einschlagen werden. Und denen müssen wir natürlich ausweichen, ist ja klar. Hier ist es ein wenig schlammig, deswegen geht es ein wenig langsamer. Oh, Handgranate! Oh Gott, da geht es ja schon richtig los. Und Freddy hat sogar seinen Bruder gerettet. Vor der Handgranate. 18 Monate zuvor, USA. Have shown no mercy to either side. The bitter fighting continues across Europe, over land, sea, and air, leaving behind mountains of casualties and many more broken souls. The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6th, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism in hopes of returning home as heroes. James is one of these men. Ja, 1917 war der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg und erst dann wurde es ein richtiger Weltkrieg. Kapitel 1, an die Front. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too backbreaking. It's good to receive news from you and from home. Keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies. Afraid that if we stand tall, we might catch a bullet.
But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can to stay away from this madness. You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There is nothing here but misery and death. Mm. Be safe and stay home, Freddy. Ja, aber James ist dem Aufruf doch gefolgt und macht sich bereit, eingezogen zu werden. Und wir sehen hier jetzt den jungen James mit einer Klarinette sogar. Ausbildungslager USA, 16. Juli 1917. So, und wir haben jetzt hier auch immer wieder ein paar Informationen über verschiedene Ereignisse, die sich im Ersten Weltkrieg ereignet haben. Ja, wir haben immer mal wieder ein paar Fotos von denen und dazu Geschichten, die hier erzählt werden. Also dann haben wir noch ein paar Objekte, das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil, die wir hier auch sammeln können und zu dem dann auch immer noch ein wenig erzählt wird. Diarien, das sind immer die Tagebucheinträge von den Charakteren, die wir hier spielen werden. Wir werden James, wir werden Anna und dann noch zwei weitere neue kennenlernen. Einmal den deutschen Ernst und den Engländer George, glaube ich, heißt er. Und es wird jetzt nicht nur an Land gehen, sondern auch zu Wasser und in die Luft. Da haben sie sich sogar noch ein paar mehr Sachen ausgedacht. Aber fangen wir erstmal hier mit den Fakten an. Wie gesagt, Kriegseintritt der USA war 1917 im April. Mehr als 2,5 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg. Präsident Woodrow Wilson hatte lange versucht, Neutralität zu bewahren, zumal die öffentliche Meinung bis Anfang des Jahres 1917 einer Intervention ablehnend gegenüberstand. Doch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und die abgefangene Zimmermann-Depesche, durch die ein Bündnisangebot des Deutschen Reichs an Mexiko aufgedeckt wurde, veranlassten die amerikanische Regierung schließlich zum Kriegseintritt. Der Selective Service Act und die Einberufung. Mit dem am 8. Mai 1917 erlassenen Selective Secret Act wurde in den USA die Wehrpflicht eingeführt und Soldaten angezogen, die nach Europa in den Krieg geschickt werden sollten. Erstmals waren alle Männer zwischen 21 und 30, unabhängig von ihrer Hautfarbe, wehrpflichtig und konnten nach ihrer Erfassung eingezogen werden. Bis zum Ende des Krieges wurden 4,8 Millionen Männer rekrutiert, von denen sich 2 Millionen freiwillig gemeldet hatten. Insgesamt wurden 2 Millionen in den Kampf geschickt. Im Deutschen Reich war jeder Mann zwischen dem vollendeten 17. und 45. Lebensjahr wehrpflichtig. Insgesamt wurden auf deutscher Seite mehr als 13 Millionen Soldaten rekrutiert, von denen 2 Millionen fielen und über 4 Millionen verwundet wurden. Ja, und auch in der USA wurde selbst im Ersten Weltkrieg immer noch die Rassentrennung durchgeführt. Obwohl die Sklaverei in den USA offiziell 1865 abgeschafft wurde, blieb die Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung bestehen. Die Rassentrennung wurde mit einer Reihe von Gesetzen, den sogenannten Black Codes, durchgesetzt, die auf staatlicher und lokaler Ebene verabschiedet wurden und die Rechte der Afroamerikaner einschränkten. Auch wenn Schwarze heiraten und manchmal auch Eigentum erwerben durften, blieben ihnen andere Rechte verwehrt. So war es ihnen verboten, Weiße zu heiraten, und sie durften weder als Zeuge auftreten, noch wählen gehen oder eine Waffe tragen. In dieser Zeit der weißen Vorherrschaft waren Schwarze insbesondere im Süden Lynchmorden und Gewalt ausgesetzt, und sogar in den militärischen Ausbildungslagern herrschte strikte Rassentrennung. Die Anfänge des 15. Regiments.
Das 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde war ein Infanterieregiment aus dem Bundesstaat New York, das hauptsächlich aus Afroamerikanern bestand, jedoch auch Männer aus anderen Ländern wie Puerto Rico, Kuba oder Guyana aufnahm. Sie wurden hauptsächlich von weißen Offizieren geführt, aber es gab auch ein paar afroamerikanische Offiziere. Nach Abschluss der Ausbildung im Bundesstaat New York mit ungenügenden Mitteln wurde das 15. in die US-Armee integriert und erhielt endlich die angemessene Ausrüstung, ein Gewehr pro Soldat. Anschließend zogen sie nach Süden ins Camp Wadsworth, wo sie ihre Ausbildung aber nicht abschließen konnten, da es immer wieder zu rassistischen Übergriffen durch die Einheimischen kam. Kurz darauf wurden sie in den Krieg geschickt. Sprich, sie wurden rudimentär ausgebildet, aber nicht sehr großartig. Und ich glaube, dass hieß dann immer, dass sie dann mehr wie eine Art Kanonenfutter gelten mussten. So, wir sind jetzt auch im ersten Kapitel und wir werden uns jetzt erstmal mit der Steuerung wirklich bekannt machen. So, hier haben wir schon schwarze und weiße. Das ist jetzt nicht, das ist quasi schon ein Zeichen dafür, dass hier wieder eine sehr, sehr strikte Rassentrennung durchzogen wurde. So, hier sehen wir schon, hier gehen die Weißen alle rein. Wir dürfen da nicht rein, denn James ist kein Weißer. Wir müssen hier in diesen Teil rein. So, jetzt sind wir auch schon einmal drin. Hier werden wir wahrscheinlich registriert und werden uns umziehen. So. Zack. Oh, was haben wir hier? Und da haben wir sogar schon einen ersten Gegenstand, einen Einberufungsbefehl. Diese Registrierungskarte für die Einberufung wurde von einem Rekrutierungsbeauftragten der US Army ausgefüllt. Während des Ersten Weltkrieges herrschte in der US Armee Rassentrennung, wohingegen die US Marine überhaupt keine Afroamerikaner aufnahm. Bei diesen Registrierungskarten wurde die linke untere Ecke abgetrennt, wenn ein Rekrut Afroamerikaner war. Sieht man hier auch noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen angedeutet, dass das untere Teil dann immer abgetrennt wurde. So, wir sollen uns jetzt hier also einen Besen schnappen. Wir dürfen ja noch nicht mal an der Waffe üben. Wir haben niedere Aufgaben zu tun. Natürlich. Na dann mal los. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen üben. Zack. Wie wir über Gegenstände rüberlaufen können. Mit X können wir diese Säcke hier kaputt machen, also wieder runterschlagen. Okay, so. Hier sollen wir jetzt einen Stein aufnehmen. Und zack, werfen. Ah, sehr schön. Das wird uns quasi dann sagen, dass wir dann hier so auch immer dann auch die Handgranaten werfen können. Zack. Und weiter geht's. So, hier haben wir nochmal was. Aha. Was haben wir hier? Klapperschlangenabzeichen. Am 8. April 1917 machten die Mitglieder des 15. Regiments der New Yorker Nationalgarde die Klapperschlange zu ihrem Abzeichen. Ihr Motto lautete: Don't treat on me, goddamn, let's go. Tritt nicht auf mich, verdammt, vorwärts. Aha. Oh, was haben wir hier? Noch einen Gegenstand. Was ist das hier? Ein Besenstiel. Ah ja. Als das 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde mit der Grundausbildung begann, standen den 2500 Männern nur 250 Gewehre zur Verfügung. Wer kein Gewehr hatte, musste mit einem Besenstiel exerzieren und damit sogar durch die Straßen von New York marschieren. Nachdem das Regiment offiziell in die US-Armee aufgenommen worden war, erhielten sie endlich die gleiche Ausrüstung wie die anderen Soldaten und konnten anfangen, richtig zu trainieren. Aber, wie wir schon gehört haben, viel zu rudimentär.
So, jetzt müssen wir das Ding hier einmal anfassen und schieben. Jetzt bekommen wir sogar noch den Kopf dafür und dürfen fegen. Mensch, was für eine Ehre. Tja. Dear Freddy, it's good to hear from you. Sorry to disappoint, but it looks like I'm following you around again. I've already enlisted with the 15th New York National Guard Regiment, or the old 15th, as they call us. We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you win the war. But don't you worry about me. I can take care of myself just fine. Mm-hmm. Your little brother, James. April 9th, 1917. Vimy Ridge. This Vimy. Geographic stronghold, held by the Germans since the early days of the war, remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. Jetzt werden wir wahrscheinlich jemand anderen spielen. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones. Oh, da gab es wohl einen Absturz.